Hi Leute, weiter geht's mit Millennia. Verlorene Stadt. Auf, auf. Auf der Suche nach der verlorenen Stadt aus Gold stehen dir in der Gefolge bisher schwierigsten Herausforderungen. Erfolgschance 110%. Es steigt also tatsächlich über 100%. Wir könnten 30 Erkundungspunkte zahlen. Kein Effekt. Wir geben 30 Ingenieurspunkte aus. Ja, sehe ich jetzt eigentlich nicht weiter. Wir sagen, geht weiter. Es bleibt ja bei 100%. Machen wir das. Hier können wir die Eiswüste weiter erforschen. Wilde Bestie. Eine Bestie, ein großer weißer Bär, pirscht sich über die Tundra an die Expedition heran. Er hat bereits das Leben eines der Kundschafter gefordert. Erfolgschance 85%. Können die Bestie jagen. Kostet uns 30 Kriegs-EP. Wir würden aber 50 Vermögen bekommen. Das Problem ist, wir verlieren halt 10% Erfolgschance. Und vermeidet sein Territorium ebenfalls. Wir verlieren 10 Erfolgschance, bekommen aber wenigstens 30 Erkundungs-EP. Oder wir sagen, geht Risiken ein. 20% dazu oder 20% weniger. Also wir nehmen mal die 30 EP-Punkte. Verlieren zwar 10%, aber dann haben wir immer noch 75%. Ja, wieso können wir uns jetzt... Nö, wir können uns nicht mal bewegen. Der hat 0 Bewegungspunkte. Weiter geht's. Hier werden wir die Anomalien weiter abgrasen. Euer Schiff hat sich im Seetang verfangen und wird dadurch langsamer. Sammelt das Unkraut. 10 Verbesserungspunkte, ja, oder 50 Vermögen. Wir nehmen die 10 Verbesserungspunkte. Weiter geht's zur nächsten Anomalie. Eine Meeresgicht erregt die Aufmerksamkeit des Ausgucks. Äußerst aktive Meeresbewohner bewegen sich an der Wasseroberfläche. 10 Kriegs-EP brauchen wir nicht. Dann nehmen wir natürlich lieber die 10 Kulturpunkte. Wir machen zwar 20, 21 pro Runde. Aber Kriegs-EP haben wir genügend. Oder wir sagen... Wir nehmen die Kriegs-EP und bringen das noch weiter voran, weil 10 Kulturpunkte ist wirklich wenig. Wir nehmen die Kriegs-EP. Ihr wisst ja, bei 300 können wir ja dann noch einen Sozialgefüge-Punkt freischalten hier. So, was machen wir mit dir, Kundschafter? Du könntest mal aufs Meer hinausgehen. Setzt die Bewegung fort und haltet hier die Stellung. Ihr marschiert ebenfalls weiter. Der Gesandte soll nach Deutschland. Und Rom ist inaktiv. Die haben den Geheimrat fertig gebaut, das Gebäude. Was holen wir uns denn noch Schniekes hier in Rom? Ja, eine mittelalterliche Universität wäre auch schon wichtig. Noch mehr Wissen. Oh, was ist das? Aufwerten zu Wasserbetrieb. Würde die Hygiene verdoppeln. Wir haben aber genügend Hygiene. Ein Schatzhaus. 10 Vermögen. Auch nicht schlecht. Ein Wehrturm. Na, das muss jetzt nicht sein. Eine Kaserne. Ja, noch mehr EP für unsere Armeen. Wäre nicht schlecht. Palazzo aufwerten. Das brauchen wir auf jeden Fall. Dann. Es dauert zwar ewig, aber was nützt's? Ja, machen wir so.
können wir die Runde beenden. Tun wir auch. Weiter geht's. Halt. Das können wir mal. Ach nee, halt, stopp. Wir wollten doch, fällt mir gerade ein jetzt hier, Luxor integrieren. Na, wir wollten auch noch ein paar Schaufelpunkte uns hier gönnen. ...57 genügend Regierungspunkte hätten wir. Aber ich glaube, man konnte das doch auch mit... ...oder? Mit Kultur? Es gab noch andere Möglichkeiten. Ach, hier. Nee. Das geht hier nur schneller. Vasallenintegration, Händler erstellen. So einen Händler erstellen wäre auch nicht schlecht. Mal testen, wie das ist. Testen wir das mal. Handelskarten, was sind das? Erhalte 100 Vermögen. Ja. Künste. Immigration, noch mehr Bevölkerung. Religion übernehmen. Könnten wir versuchen, unsere Religion auszubreiten. Wenn unser Gesandter dann in der Nähe ist. Man muss, also es gibt halt wirklich so viele Möglichkeiten. Man denkt da oftmals auch gar nicht dran. Kulturexporte fördern. 50% mehr Wohlstand für Vasallen. Ich gedacht, dass es noch eine andere Möglichkeit gibt, Vasallen zu integrieren. Ach ja, mit einem Gesandten. Wartet mal, war das mit einem Gesandten? Ich glaube schon. Ah, die waren auch immer teurer. Dann hingehen und dann einfach den Gesandten den Job machen lassen. Gesandten erstellen. Wir testen das mal. Ach nee, halt, stopp. Ich verwechsel das, glaube ich. Ich verwechsel das gerade mit... ein unabhängiges Reich, also eine unabhängige Stadt, dann einfach mal so zu vasalisieren. Ich glaube, damit verwechsle ich das. Aber wir können uns ja auch mal unseren Gesandten anschauen, falls wir den wiederfinden. Auf der Karte ist der schon hier oben. Nee, das ist die Expeditionstruppe. Wo ist der denn? Dann müssen wir mal zur Armee gehen. Also, vasalisiertes Territorium integrieren. Setze diesen Gesandten bei einem deiner Vasallen ein, um die Integration zu erhöhen, damit ihr ihn schneller in eine Region umwandeln könnt. Nee. Verhandlungen aufnehmen. Nee, da kannst nicht, oder? Kleine Nation zum Vasallen machen. Was ist denn da? Achso. Nee. Da kann kein Vasallen ins Reich sozusagen reinholen. Oh, schaut mal hier. Der Fluss Meta. Da haben wir auch so eine verlorene Stadt. Stadt aus Gold. Den Händler schicken wir halt mal irgendwo hin. Können den auch nach Newcastle schicken, ist am nächsten. Dann müssen wir also doch Regierungspunkte ausgeben. Ihr merkt schon, ich wollte es halt unbedingt für die Republik halt weiter aufsparen. Schwierig. Zu mehr Kultur und so. Mehr Luxus. Mehr Vermögen von Luxusgütern. Wartet mal, was ist das hier? Verleiht jedem Lagerhausgebäude einen zusätzlichen Slot für heimische Exporte. Ihr wollt mich doch veräppeln, oder? Wir haben halt kein Lagerhaus. Plus 1 freigeschaltet, Domänenkraftverstärkungen. Die machen uns echt fertig. Am Ende ist es wirklich so, dass eine Armee halt in der Stadt stehen muss, die geheilt werden muss, aber das ist ja, kompletter Quatsch. Hm.
Was machen wir, Leute? Ja, wir brauchen aber noch mehr Gebiete. Wir warten jetzt noch eine Runde ab, bis die Kultur sich halt aufs Maximum ausgebreitet hat. Dann können wir die Kultur einsetzen. Und nachdem wir die Kultur eingesetzt haben, werden wir das integrieren. Aber wir können es auch vorher integrieren. Bin mir nicht sicher, ob es dann dabei bleibt, dass wir die Kultur einsetzen können. Können wir gleich mal ausprobieren. Technologie ist auch erforscht worden, denn wir können jetzt... müssten Lehmgruben sein, die wir upgraden können. Das Vereinigte Königreich fordert uns auf, die Religion zu wechseln. Wir hoffen, ihr erkennt, dass die Konvertierung zu unserem Glauben weise ist. Forderung ablehnen. Könnt ihr vergessen. Nach Newcastle schicken wir die. So, jetzt ist die Kultursache hier bereit. Wir gehen auf Luxor und integrieren das Ganze. Kultur bleibt bestehen, wie ihr seht. Also wir können jetzt immer noch Kultur einsetzen, die Kulturkraft. Luxor. Ja, die haben ein Nahrungsproblem hier, aber ist auch kein Wunder, wenn ich mir anschaue, was die KI hier gebaut hat. Eine Lehmgrube nach der anderen. Das finde ich etwas übertrieben. Zerstören und zerstören. Stattdessen brauchen wir Nahrung für euch hier. Wohnraum ist okay, Hygiene ist auch okay noch. Brennofen verwüstet. Repariert den mal. Noch ein zweiten, ne doch, ja, noch einen zweiten Brennofen. Die Weberei wandelt zweimal Wolle oder Baumwolle oder Flachs in zwei Stoff. Ach, haben sie hier Baumwolle. Ist aber auch verwüstet worden. Jetzt können wir das upgraden. Grasland, Wohnraum, die Behausungen. Ist das jetzt durch die Forschung gekommen? Behausung können wir jetzt mittlerweile auch upgraden. Zu was denn? Zu einem Haus. Mhm. Ach, steht dann hier unten auch nochmal. Schaut mal, wenn man draufklickt. Mhm. Muss hier noch irgendwas repariert werden? Nö. Wir müssen uns nochmal den Brennofen angucken. Wie viel Lehm wandelt der denn um? Wandelt einen Lehm in einen Backstein um. Ja, dann bräuchten wir doch noch eine Lehmgrube. Oder wartet mal, wir können ja jetzt ein Lehmbergwerk bauen. Da holen wir dann zweimal Lehm raus. Das Ding ist, hier ist aber schon ein Brennofen. Noch ein Brennofen. Ja, wir hätten eine Lehmgrube nicht zerstören sollen. Jetzt sieht es auch mit der Nahrung wieder besser aus. Wahrscheinlich wollen wir Sachen repariert haben. Ist trotzdem noch relativ wenig. Lasst uns lieber Bauernhöfe bauen. Die Plantagen für den Tee, sind die eigentlich... Nö, da fehlen auch noch Plantagen. Eine Plantage. Und jetzt noch ein paar Bauernhöfe. Mühlen müssen wir ja auch noch bauen. Können wir Mühlen denn überhaupt bauen? Ich sehe sie gar nicht. Ach doch, hier unten. Zwei Weizen oder... Wir haben hier noch kein einziges Weizenfeld. Wie sieht das in Rom eigentlich aus? Da haben wir nur einmal Weizen. Haben wir hier überhaupt schon eine Mühle gebaut?
Doch, eine Mühle haben wir schon gebaut. Aha, ich verstehe. Wir bräuchten jetzt hier noch ein Weizenfeld. Und dann können wir noch eine Mühle bauen. Aber wir konzentrieren uns erstmal auf... Also, die Schaufelpunkte, für die Schaufelpunkte findet man immer irgendwas. Wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf Luxor. Ein bisschen was müssen wir nämlich auch noch zurückbehalten, weil, ihr seht das hier, da kommt nämlich auch noch der Glaube dann ins Spiel. Das bedeutet, wir bräuchten ja halt auch noch einen Papiermacher. Oder wir sagen, baut hier erstmal eine Kirche. Beziehungsweise eine heilige Stätte. Große Kirche bringt 1 Kultur, 4 Wissen. Heilige Stätte einfach nur 4 Christentum. Dann kommen wir wieder aufwärts zur großen Kirche besser, auch wenn es lange dauert. Aber nützt nichts. Ja, die Flüstereien. Wir können ja jetzt schon mal einen Papiermacher bauen. Genau. Das werden wir ausgeben, um die Stadt hier noch weiter Richtung, also die Region noch weiter Richtung Wald sich ausdehnen zu lassen. Oder, ja, in die Wüste. Was kann man in der Wüste bauen? Nix. Nee. Die Richtung wollen wir uns nicht ausdehnen. Höchstens hier nach Süden, auf die Hügel. Das wäre noch schön. Kommt. Wir können hier nämlich noch eine Stadt hinbauen. Stadt gründen. Hier an die Seite. Ja. Nimes. Am Limes. Feine Sache. Wo ist denn eigentlich denn ihre erste Stadt? Hier, da ist auch nichts ringsrum. Spezialisierung ändern. Bauernstadt. Bauernhöfe. Und gleich noch ein Bauernhof. Schon sind die Schaufelpunkte alle. Toll, ihr kommt halt nicht mal rüber über den Ozean. Als Transporter. Die werden dann nur noch ein Mietschild sein irgendwann. Die sind sie jetzt eigentlich schon, die haben ohnehin so schon... keine Chance mehr, die Plünderscharen gegen die modernen Truppen jetzt hier. Das dürfen wir nicht unterschätzen. Dass das halt ja, nur noch ein Mietschild ist. Die machen auch kaum Schaden gegen die modernen Truppen im momentan ist. Da bauen wir aber, glaube ich, schon eine heilige Stätte. Ah, die wird auch bald fertig. Schön. Eiswüsten-Expedition. Fazit. Die Eiswüste liegt nun hinter den Entdeckern. Eine aufopferungsvolle und mutige Reise schafft lebenslange Freundschaften. Oha, 75%. 50 Wissen und 100 Diplomatie. Los, 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 los. Erfolg, jawohl. 75 haben wir. Misserfolg wäre 50. Also, wenn es jetzt 76 unten stehen würde, dann hätten wir Pech gehabt. Aber nein, gewürfelt wurde eine 50. Also ist das erfolgreich vonstatten gegangen. Wir haben 50 Wissen nochmal dazu bekommen. Extra nochmal 2 Runden dazu. Das ist sehr, sehr gut. Es wird ein unbelebtes Schiff gesichtet, das antriebslos in Wellen treibt. 20 Erkundungs-EP, 20 Diplomatie-EP. Wir gönnen uns die Erkundungs-EP. Versunkenes Schiff. Ein Funkeln spiegelt sich in den tiefen Gewässern. Ein gesunkenes, noch nicht verrostetes Schiff liegt in Trümmern. Vielleicht birgt es Schätze. 20 Kriegs-EP. Verlorene Stadt.
Verstreute Überreste deuten darauf hin, dass hier einst die sagenumwobene Stadt stand. Während die Expedition Fragmente und Hinweise zusammensetzt, überlegt sie ihren nächsten Schritt. 30 Kunst-EP. Wir zahlen 30 Kunst-EP und bekommen nochmal 10% Erfolgschance. Oder wir zahlen 30 Diplomatie-EP und bekommen auch nochmal 10% Erfolgschance. Wir nehmen einfach die Kunst-EP und bleiben bei 100%. Also, die werden ja wohl nicht über 100% würfeln können. Also eine 101 oder so, oder? Wir werden es sehen. Ja, wir kommen halt mit den Schiffen, also mit den gewasserten Landeinheiten, nicht aufs Meer raus. Da fehlt uns eine Technologie. Der hat sogar eine Stadt hier gegründet. Aha. Ja, da sind wir ja komplett am Eimer. Wir kommen ja nicht mal weg mit dem Entdecker. Weil offene Grenzen wollen die ja nicht. Können wir höchstens nochmal probieren dann. Nächste Runde. Das ist die neue Technologie. Hebelturm, Bauingenieur, Lehmbergwerk, Ziegelwerkstatt, ein Sägewerk. Wandelt 4 Stämme. In 4 Bauholz um. Komplette Rodung. Domänenkraft, Ingenieurskunst. Wandelt ein Feld. Waldterrainfeld in ein Graslandfeld um. Aha. Und die neue Wissenschaft. Die muss jetzt hier aussuchen können. Ja, Automaschine ist für Krieg. Ich hätte schon Bock drauf. Offenes Segeln. Das ist doch bestimmt, dass wir dann Landeinheiten auch übers Meer schicken können, oder? Ja, hier. Ermöglicht den Transport von Einheiten über tiefes Gewässer. Diplomatiepunkte, Papier, irgendwas. Ehrerbietung, ja. Innovationspunkte, wenn die Expedition der Stadt aus Gold abgeschlossen wird. Also wenn man, ich würde sagen, das machen wir und dann machen wir Automaschina, dass wir dann den Krieg da vom Zaun brechen können. Aber je eher man Krieg macht, umso besser, oder Leute? Dann so viel goldene Städte gibt es ja auch nicht. Komm, wir machen Automaschine, was soll's. Runde beenden? Ich denke schon. Das war unser Schiff, glaube ich, was da platt gemacht wurde mit dem Kundschafter. Innovation, feine Delikatessen. Perfektion ist nicht einfach zu erreichen. Die Spitzenköche aus Rom stellen sich dieser immerwährenden Herausforderung. 750 Gold oder plus 1 Bonusproduktion von Luxusgütern. Wir haben nicht wirklich viel Luxusgüter. Aber das Gold brauchen wir Grunde genommen auch nicht. Ich weiß nicht, ob wir im Moment überhaupt Luxusgüter in unserem Reich haben. Und wenn, dann wirklich nur eine Handvoll. Also 1 bis 2 oder so. Wir nehmen das Geld. Vereinigtes Königreich, Antwort auf Forderung abgelehnt. Ach so. Minus 50 diplomatische Meinung von Rom gegenüber Vereinigtes Königreich. Die wollten ja, dass wir unsere Religion ändern. Was? Antwort auf Forderung? Sie haben eure Forderung in Betracht gezogen und sie abgelehnt? Was hatten wir da für eine Forderung gestellt? Gar keine. Die hatten doch uns aufgefordert, dass wir die Religion wechseln sollen. So, jetzt sehen wir, wie jetzt unser Landungsschiff hier mit dem Kundschafterbrauch platt gemacht wird, der Wassertransport. Aber wir können noch entkommen.
Stadtangriff. Hab ich irgendwas verpasst? Haben die uns den Krieg erklärt? Hä? Das wär's ja jetzt. Tatsächlich, die haben uns den Krieg erklärt, Leute. Wann ist denn das passiert? euer Ernst? Nur weil wir abgelehnt haben, die Religion zu wechseln, erklären die uns den Krieg. Nicht schlecht, Herr Specht. Naja, dann geht das los jetzt hier. Gehen wir erstmal die ganzen Städte durch. Sind ja nur zwei, wo wir angreifen können. Unseren Händler, den können wir dann auch wieder schön zurückziehen. Oh Mann. Klären die uns echt den Krieg, Mann. Gehen wir mal die ganzen Armeen durch. Das ist unsere Hauptarmee. Wir müssen alles nach Norden schicken. Ja, die Frage ist, ob die, also mit was die ankommen werden. Das wissen wir halt nicht. Wir sind mächtiger als die. Heißt aber noch lange nicht, dass wir den Krieg gewinnen werden, weil wir haben unfassbar viele Plünderscharen mit dabei. Ich will sie nur nicht auflösen, weil sie kosten uns keinen Unterhalt. Wir könnten reine Plünderschar-Armeen machen, dass wir die sozusagen ja, als Kanonenfutter verwenden. Das könnten wir machen. Also die ganzen Truppen nach oben schicken. Ziehen wir die Plünderschar raus. Weiter geht's. Freiwillige Spießträger. Die da mit rein. Dann können wir hier wahrscheinlich auch die ganzen Speerträger zu Spießträgern umwandeln. 11, 16 hat so einen Standard-Speerträger. 11, 16, 19, 28. Oh ja. Das brauchen wir auf jeden Fall. Und dazu brauchen wir halt auch diese Kriegsführungs-EP. Gut, dass wir da eine ganze Menge angespart haben. Diese Plünderschar nach Norden. Hier werden wir in Luxor mal die Plündertruppen zusammenziehen. Ja, den Händler, den können wir uns jetzt auch schenken. Den wollten wir ja eigentlich ins Vereinigte Königreich schicken. Übers Meer schicken ohne Geleitschutz ist, glaube ich, auch Wahnsinn. Ja, du hast jetzt erstmal Pause, Händler. Wir ziehen dich mal zurück nach Rom. Es ist erstmal Krieg angesagt. Für uns in Gesandten wird es natürlich jetzt auch extrem schwer, hier irgendwie durchzukommen. Okay, das ist eine Armee der Deutschen. Wow, die haben Katapult dabei. Ein Daimyo, ein Ritter, ein Anführer Stufe 3, ein Katapult und ein Spießträger. Armeestärke 200. Das ist halt mutig vom Vereinigten Königreich, weil jetzt haben sie einen Zwei-Fronten-Krieg. Wir haben Krieg gegen die Deutschen. Die haben Krieg gegen uns jetzt. Also sie haben uns ja den Krieg erklärt. Hm. Die jetzt zurückzuziehen, das wäre auch Quatsch. Zum jetzigen Zeitpunkt durch das Vereinigte Königreich hindurchzuziehen, wäre, glaube ich, Selbstmord. Wir schicken die hier weiter auf Erkundungstor. Hier drüben gibt es ja noch einen Zipfel zu entdecken. Oh, da ist auch Liverpool. Hier können wir ebenfalls aufwerten. Die Armbrustschützen können noch nicht aufgewertet werden.
Luxor. Ne, die ziehen wir nach Abydos. Babylon sollte ja eines unserer Ziele sein. Tankkolonie kennen wir mittlerweile. Wir holen uns die Verbesserungspunkte. Hier können wir jetzt vielleicht die verlorene Stadt abschließen. Wir sind ja bei 100%. Ja, diesmal haben wir es geschafft. Sehr schön. Und Kelche. Verbraucht für 20 Vermögen. So, und jetzt, damit können wir ja dann irgendwie das dann bei uns hier reinziehen. Aber das müssen wir uns, werde ich mir nochmal in aller Ruhe anschauen, wie das denn funktioniert. Offene Grenzen mit Frankreich anbieten, dass wir den da irgendwie vielleicht rausbekommen. Region inaktiv. Tanis hat die heilige Stätte gebaut. Das ist sehr schön. Dann baut doch mal bitte ein Pantheon. Bringt einfach nochmal Kultur und Unruheunterdrückung und dann wär's das für diese Folge. Nee, noch nicht ganz. Wir müssen nochmal die Armeen uns anschauen. Also hier fehlt zum Beispiel, also das, die Armee kann man nur dazu nutzen, zu verteidigen. Ja, das sind alles Stadtwachenarmeen. Die 37. Armee hatten wir befehligt, die auch, die 41. 43. können wir noch upgraden. Und die kann hier auch angreifen. Beziehungsweise sogar die komplette Armee zerstören. Die hatten wir uns gekümmert. Ihr bleibt dort standhaft. Ihr habt das alles gemacht und der Rest ist auch schon noch unterwegs. Gut, dann wäre es das für diese Folge. Denkt bitte dran, Däumchen nach oben, was in die Kommentare und ganz wichtig, Abo da lassen. Da erklärt uns das Vereinigte Königreich den Krieg. Oh mein Gott. Und wir haben noch keine mechanischen Ritter. Aber bald in 6 Runden. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, bye bye. Euer Sardu.